Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zelda Randomizer. Ja, wir sind heute wieder schön unterwegs und, ich kann da umschalten auf Silberpfeile. Wir schalten natürlich auf Silberpfeile und jetzt habe ich mich schon gewundert, was hier wohl los ist. Wir sind heute wieder unterwegs, um toll neue Sachen zu entdecken. Und ich weiß, ich könnte jetzt das Masterschwert aus dem Felsen ziehen, aber ich mache zuerst was anderes. Sofern das schon geht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, das müsste schon gehen, weil das Masterschwert in dem Sinn haben wir ja schon. Wir laufen mal nach oben, ne? So, da teleportiert es uns zum Glück noch nicht in die Schattenwelt. Ich dachte, ich habe das Masterschwert schon. Seit wann sind diese Wachen so stark? Habe ich noch nicht, doch, Level 2. So, weil wir können da oben ja theoretisch da dann rein, das müsste ja eigentlich gehen. Darf ich bitte durch? Danke. Nein, das ist falsch. Hilfe, ich check das Layout der Burg nicht. Nein! So, jetzt sind wir aber richtig. Ich hoffe nur, dass hier keine Kisten waren. Ja, ich denke mal nicht. Hallo? Stoppst du bitte? Danke. So, und einmal raus. Und genau da rein, das sollte ja. Ja, das geht. Sehr schön. Dann können wir auch endlich diese Geschichte hier fertig machen. Ich weiß zwar nicht genau, was uns das bringt, aber ich vielleicht. Na, Kisten. Was sind hier Kisten? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. So. Oh, eine Kiste, aber da ist natürlich ein Schlüssel drin. Not Rendo. Ja, kann nicht randomisiert sein, weil da ist ja hier eine Schlüsseltür, ne? Ah, gut, da hätten wir die Lampe gebraucht. Gott sei Dank haben wir die Lampe. Ja, spätestens da hätten wir sie auf jeden Fall gebraucht. Ah, hier ist. Okay, Moment. Hui! Ja, da ist auch eine Kiste. Wunderbar. Schauen wir mal, was da drin ist. Schön wäre, wenn es die Kiste wäre. Schön wäre, wenn es die Kiste wäre. Wenn in der Kiste eine Kiste wäre, das wäre natürlich ganz, ganz schön. So. Einmal den da. Und ein weiterer. Achso, okay, gut. Ich glaube, hier ist. Ah, okay. Hier ist nichts randomisiert, weil da muss man eh überall offensichtlich die Schlüssel reinstecken. In die Türen. So, einmal, zweimal. Kleines, nerviges Ding. So. Ja. Oh nein! Das ist dumm. Dunkelheit umgibt mich. Ich hatte die Lampe. Der kleine Lichtkegel erhellte den Raum. Ein bisschen zumindest. So. Und nach oben. Ach, das ist überall dunkel. So, was ist mit dir? Nix, okay. Ah ja. Einmal. Stirb! Okay. Einmal. Witzig auch, wie sich die Wachen hier in der Dunkelheit voller Freude so, hier herumlaufen. So. Wozu war eigentlich jetzt das eine Block da draußen da? Check ich jetzt nicht ganz. So, der öffnet den Weg nach unten wahrscheinlich wieder. Ja gut, ist egal. Wir lassen den Block einfach mal Block sein. Ist ja okay, ne? So, und hier. You can reflect an Aghanim's energy with sword, bucknet or hammer. Ja, also du kannst die Magie mit einem Schwert, Netz oder Hammer reflektieren, also zurückwerfen. Steht da. Das ist schön. So. Flammen, zweimal Flammen. Wow. Ist ja richtig stark. Die halten mehr als einen Kugelschlag aus. Sind wirklich die, das sind die wahren Gegner hier.
So. Moment. Ich mach mal alle Krüge kaputt, weil vielleicht finden wir noch ein paar Herzen. So. Gut. Und da noch. Ich weiß eh nicht, warum ich die kaputt mache, aber ich mach's halt. Ja. Lass mich raus! Aha. Abgewehrt. Da. Oh. Dann flammen wir lieber weg. Ist nicht so gefährlich. Die flammen wir auch weg. Ist auch nicht so gefährlich. Oh nein. Ich bringe Zelda in eine andere Dimension, denn ich bin Agonim, der böse Zauberer. Prassel, 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 prassel. Oh nein! Boah. Und er ist abgehauen. In den geheimen Raum dahinter. Den können wir hier mit dem Teppich aufmachen. Mit dem Band fahren. So. Agonim. Toll. Ich kann's nicht. Zu blöd, ja, ich bin doch zu blöd, ja, ich bin doch zu schlecht, ja, das ist doch nichts Neues, ich bin doch so schlecht, ja, aber das ist okay, ja, denn Arjenin, der muss sterben und ich schaff das garantiert ohne Blitz. Nee, ist gar kein Blitz, doch ist ein Blitz. Ist immer ein Blitz, weil er oben in der Mitte steht, das weiß ich eigentlich. Doch nicht immer ein Blitz. Da. Autsch. Da. Ja, komm her. Ja, gut. Ja, er ist nicht sehr kooperativ, so, das ist heute wieder ein Blitz. Warum bist du nicht kooperativ? Sei kooperativ, ja. Kooperativ, ja. Nicht? Okay. Was soll denn das da stehen? So. Aber wie oft? Warum muss man den so oft treffen? Na komm her. Boah, wieder ein Blitz. Nein, es ist ein Blitz. So. Ach komm, wie oft denn noch? Das soll doch nicht wahr sein. Autsch. Ach komm. Ernsthaft. So. So, jetzt haben wir. Oh nein. Wir sind auf der Pyramide. Und wir sind vollgefüllt. Flutsch. Yay. Schön. Diesen hässlichen Schild, das hier irgendwie reingeflanscht wurde. So, aber ich werde wieder auf die Lichtwelt. Oder Moment, ich guck mal kurz, bekomme ich denn jetzt schon die Bombe? Weil wenn ich die große Bombe bekomme, dann ist das auch ganz super, weil da bekomme ich auch zwei Items dann raus da. Aber ich glaube, die bekomme ich erst, wenn ich. Was brauche ich denn da? Gute Frage, irgendwas brauche ich. So. Gut, und dich auch noch. Schauen wir mal, ob der Bombenverkäufer schon tolle Bomben für mich hat. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, Nephi. Ciao, Nephi. Und hast du schon große Bomben? Nö. Ich weiß echt nicht mehr genau, wann ich die bekomme, aber ich glaube, die bekomme ich erst, wenn ich die letzten beiden Kristalle gefunden habe, oder? Kann das sein? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
So, mal da durch. Und nach unten. So. Oh nein, und es laggt. Es laggt. Ja, Super Nintendo Hardware ist schwach. Kann das eigentlich nicht darstellen. Die haben das Spiel gemacht, obwohl das eigentlich nicht kompatibel ist für die Konsole. Nee, ist ein Schwachsinn. Ist natürlich schon kompatibel. So. Haben wir denn eigentlich schon... Ja, okay, das haben wir schon. Es ist leider schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Das letzte Mal Randomizer. Und jetzt habe ich natürlich alles wieder vergessen. Ich weiß, es ist eher super optimal, aber was willst du machen? So. Diebe! Oh nein, es sind Diebe! Lauf, Link! Gut. So, ich könnte natürlich jetzt, ich glaube, ich werde sogar den Wald machen, aber erstmal, Moment. Erstmal Lichtwelt. Habe ich jetzt eigentlich in der Lichtwelt alle Dungeons abgearbeitet? Ja, doch, habe ich schon, ne? Ja. Sehe ich eigentlich in meinem Tracker. Ich hoffe auch, dass ich alle Items dort geholt habe. Bin ich mir nicht so sicher. Was haben wir da? Also das ist das Diebesversteck. Ist mir egal eigentlich. Und wenn wir schon mal da sind, Moment, dann laufe ich jetzt mal kurz in die... Oder auch nicht. Oh nein, die verlorenen Wälder sind so groß. Kommen ganz durcheinander. Da 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 da. Was? Oh Gott, das ist ja alles ein Labyrinth. So, stirb. Wo sind denn die ganzen Master-Schwert-Teile? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Dachte, ich komme da durch. Na egal, dann laufen wir noch mal raus, weil es so Spaß macht. Will ich das überhaupt? Na egal. Wir machen das jetzt einfach mal. Weil ich möchte zum Master-Schwert. Haben wir eigentlich die dritte Steinplatte schon? Wo ist denn die überhaupt? Gute Frage. Und die dritte, eine ist am Gebirge, eine ist da links. Und die dritte, oder gab es überhaupt eine dritte? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Die Entzifferungssteinplatte. Ja, es ist echt schon eine Weile her bei mir. Ja. So. Nein, falsch. Ach, hier gibt es noch Master-Schwert-Standys. Das ist interessant. Also Fake-Master-Schwert-Standys. So. Und jetzt gucken wir mal. Wir werden das Protest entschlüsseln. Ja, es ist nur Wechselgeld. Geh weiter. Okay. Und wir ziehen das Master-Schwert aus dem Sockel. Und wir bekommen den blauen Rubin. Ich bin begeistert. Wow, das hat sich richtig ausgezahlt. Amazing. Ja gut, das ist Randomizer. Und der Wald ist schön. Ist hier der... Also der Spiegel am Mate draußen gesetzt. Okay. Gut, jetzt gehe ich aber nochmal kurz zu den Holzfäller-Brüdern. Ich meine, da war zwar, glaube ich, auch nur ein Rubin oder so, aber nur damit wir das Item aufgeholt haben. Diese scheiß Diebe. Was ist da eigentlich drin zum Kistenspielen, ne? Ja, danke. Das braucht man nicht. Ich bin nur vor dem Dieb geflohen. So, aber jetzt müsste... Ich kann da noch gar nicht rein, weil da... Oder ist der Baum ist hier? Ja, ich laufe raus und rein. Das macht Spaß. Weil der Baum... Okay, der Baum ist zwar schon kaputt, aber leider kann ich ja da nicht dagegen rempeln, weil ich keine Pegasus-Stiefel habe. Blöd gelaufen, sage ich da nur. Ja, diese Pegasus-Stiefel, ob ich sie jemals finden werde, das wird sich rausstellen. So.
Jetzt aber ins nächste Level. Der Wald des Todes. So. Ich glaube, überall, wo ich reinfall, ich fall mal da rein. Oh nein! So. Ah, das ist wirklich zum Aufspringen. Okay. So, dann gehen wir mal darüber. Ah ja. Nö, bringt nichts. So, okay. Einmal dadurch und dann nochmal dadurch und einmal dadurch und eine Kiste. Die Karte, wunderbar. Da freut man sich natürlich besonders über die Karte. So. Stürzt du dann bitte, danke. So, okay. Da könnte ich drüber bombjumpen, aber wer will das schon, weil ich habe eh den großen Schlüssel noch nicht. Okay, gut, das war jetzt noch nicht so erfolgreich. Ist eigentlich, wenn ich da... Ah, da komme ich auch ins Level. Okay, gut. Aber da brauche ich überall Schlüssel, die ich mir alle wahrscheinlich sparen werde, weil... Ich habe bis jetzt... Ach, da ist eine Kiste. Boah, diese Dinge, die sind ganz schön... Habe ich schon mal erwähnt, dass die ganz schön nervig sind. Genauso wie diese Handgrabber. So. So. Warum halten die eigentlich so extrem? So, jetzt reicht's mir. Stirb! Du auch. So. Und ein Schlüssel, wunderbar. Ich möchte den aber noch nicht in dieser Tür verwenden. Muss ich aber, okay. Na gut, ich könnte mich von den Handgrabber raustragen lassen. Ja, komm, egal. So. Ah ja, jetzt sind wir wieder da, okay. Ah, ich hoffe nur, dass ich mir hier nichts verbaue. Ihr wisst ja wieder meine alte Angst mit den Schlüsseln. So, dann einmal da reinfallen lassen. Oh nein! So. Zack. So, okay. Oh, nein. Toll. Das hast du ja ganz gut hinbekommen. Klingt super. So, wo ist denn der Enterhaken? Nein! Super. Wow. Klingt toll. Okay. Das war knapp. Dann einmal da reingucken. Ich mag diese Dinge ja überhaupt nicht. Ah, stirb. Was, wie viel hält... Wieso hältst du so viel aus? So. Eine Kiste. Ein Herz. Container-Dingens. Zack. Sehr schön. So, okay. Ich gehe mal nach oben. Weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ah, ein weiterer Kiste. Moment. Ja. Stirb. Ach Gott. Komm, wozu haben wir die Magie? Da. Gut. Da ist wahrscheinlich auch wieder ein Schlüssel drin. Oh, oh. Was ist da los? Magisches Puder. Gut, dann haben wir wahrscheinlich den Pilz gar nicht in dem Fall. Hm. Na gut, egal. Ich nehme es mal als gegeben. Cool. Ein weiterer neuer Gegenstand. So, dafür kommen wir da nicht durch. Verstehe ich natürlich. So. Auf einmal wird der Weg ja viel schwieriger. Einfach nur, weil überall Löcher sind. So, und da bin ich jetzt wahrscheinlich mit dem Eingangs... Nö, nicht mal, aber da dafür. Okay, gut. Ist okay. Raus da.
so Spaß macht. Naja, das magische Puder. Das bedeutet, wir können dann auf jeden Fall im Dorf einen Kelch bestreuen irgendwann mal mit dem magischen Puder. So, okay, da nicht rein. Boah, das war etwas knapp. So, also den Kelch, wo man normalerweise halbe Magie bekommt. So, ist da noch irgendwo so ein Loch? Nö. Gut. Da. Schattenfeld. Reloaded. Was? Reloaded? Nö. So, boah, das war knapp. Also eigentlich nicht so knapp wie vorher. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, dann gehen wir einfach mal nach... Okay, da ist nichts. Pfeile, schön. Ich habe schon wieder Geld, dass ich mir Upgrades kaufen könnte. So. Und erneut rein da. So, okay. Hui. Achso. Ah, zwei auf einen Streich. Das ist ja praktisch. So, ich würde sagen, ich gehe zuerst nach links, bevor ich nach oben gehe. So, da komme ich nicht nach oben. Nee. Moment, kann ich da? Achso, ich habe eh keinen Schlüssel. Das brächte mir genau gar nichts. Ist da ein Schlüssel drin vielleicht? Ah, da ist ein Schlüssel drin. Cool. Bringt mir ja dann doch was. So, nur mal kurz fürs Protokoll. Wo komme ich da nochmal hin? Also da ist der Boss. Raum, okay. Und da oben ist... Komme ich da zurück oder was? Oder wie oder wo? Oh nein, es ist eine Biene! Ja, ich gehe mal da rein. Oh nein! So, okay. Ach, jetzt sind wir da. Nein! Was war denn das jetzt bitte? Aber was... Das check ich nicht ganz, was das bringen soll hier. Warum bringt der gar nichts? Was für ein unerforschtes Gebiet. Ach, hey. So, okay. Ja, keine Ahnung, warum dass ich da nochmal reinfallen kann. Dachte mir, ist vielleicht ein bisschen Bonusding oder so, aber nee, ist einfach nur umsonst. Okay. Achso, ich habe jetzt... Okay, ich habe... Moment, ich habe das jetzt umgeschaltet. Ach, jetzt kann ich da rüber, aber da hätte ich vorher eh auch rüber gekonnt mit einem Enterhaken-Cancel. Schanzel. Oh. Oh, wie freundlich. Spiel, wie freundlich du doch bist zu mir. Aber was bringt der Raum jetzt bitte? Ich meine, ich habe da jetzt einen Schlüssel geopfert, dass ich da rein kann. Hä? Haken, wo bist du? Da. Wahrscheinlich muss ich dann in das mittlere Loch reinfallen, oder? Nö. Hä? Was bringt dieser Raum bitte? Ich habe da jetzt einen Schlüssel geopfert dafür. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Was bedeuten die gelben Dinger? Habe ich den Kompass schon? Ich check's irgendwie echt gerade nicht. Ich habe jetzt einen Schlüssel dafür geopfert, dass ich da rein kann. Ich kapiere es echt nicht. Seltsam. Seltsame Dinge passieren. Gut, dann gehen wir vielleicht doch da mal rein. Mehr als noch mehr Schlüssel zu verschwenden, kann mir eh nicht passieren. So. Ja,
Naja, brüssel hier rum, ist okay. So, Moment, da machen wir jetzt was anderes, ja. Zum Glück haben wir ja diesen lustigen Stab schon. Oh, eine Kiste. Hau ab. Ich will die Kiste. Ein kleiner Schlüssel. Sehr schön. Kann ich da durch? Ja. Sehr schön. So, Bombe. Ich mach auch nochmal alle Gegner hier hin. Stirb! Böses Skelett. So. Zack. Zack. Da. So. Ja, ich kann. Warum? Was? Nein! Nein! Boah. Und schon wieder da. Ich muss echt auf diese Grabber aufpassen, die nerven nämlich echt ein bisschen. So. Diese Grabber-Dinger. Einmal, zweimal. So. Weißt du was, jetzt hauen wir gleich nach rechts ab. Weil den Raum, den muss ich nicht clearen. Mache ich jetzt besonders. Oh. Oh, volle Magie. Danke. Oh. So. Alle, ich töte die jetzt alle einfach mit Magie. Gut, okay, dann hätten wir das auch erledigt. Dann ist da ein Schlüssel drin. Boah, dieser Dungeon ist halt echt verwirrend, ne? Aber irgendwie muss ich doch da... Gut, ich habe eh den großen... Ich gucke jetzt nochmal raus, weil vielleicht finde ich dann da drüben den großen Schlüssel, dort, wo der Boss eigentlich wäre. Ich finde das halt echt verwirrend hier, die ganze Gegend. Die ganze Gegend ist so verwirrend. Flam, flam, flam. Hallo? Okay. Ich dachte mir schon, was ist denn jetzt los? Habe ich denn schräg angeflammt? Das wollte er wohl nicht. So. Ich sehe da unten ist eine Kiste. Ich würde sagen, komm, gucken wir gleich, dass wir die einmal da hoch. Was? Machen wir eben so. Auch gut. Hilfe, wo bin ich da? Okay. So. Bommels. Nein, ich bin... Super. So. Und? Ich möchte das aufmachen. Oh, der große Schlüssel. Wunderbar. Okay, gut. Große Kiste. Irgendwo, irgendwie. Autsch. Dann würde ich aber sagen, wir gehen trotzdem da nach unten. Oh, ja, da nach unten, das bringt mir sehr viel. Richtig gut. Wow, zwei leere Krüge. Ich bin begeistert. So, dann können wir eigentlich trotzdem gleich da nach oben gehen, wobei die Frage natürlich ist, ob ich nicht vorher die große Kiste holen soll. Nein? Bist du da? Link, was machst du hier? Oh. So. Und rein da. Mir viel zu kompliziert hier. 1000 Sterne. So, einmal da. Einmal da. Und runter da und rüber da. So, okay. Ah ja. Ich glaube, ich... Ernsthaft. Was ist mit euch los? Ja, ich mach die lieber zuerst tot, damit mir die nicht nachher im Weg gehen. Ja. Vor allem, ich muss ja mit dem Feuerstab auch ein bisschen aufpassen. Der braucht relativ viel Magie. So. Gut. So, jetzt aber. Jetzt aber schnell. Einmal da. Einmal da. Und da. Oh.
Und einmal da. Hallo Tür. Schön, dass du dich geöffnet hast für mich. Nein, 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 nein. Sponge. So. Was haben wir dann hier noch? Ja, hallo? Gut, okay. Okay. Ja gut, dann gehen wir da mal hoch. Ach hier, ich brauche ja nur einen Schlüssel hier. Das ist ja schön. Was für eine Freude. Wow. Hat denn ein Gegner hoffentlich hier? Ja, wunderbar. Gut, dann ist wahrscheinlich in der großen Kiste der Kompass drin. Aber komm, wenn wir schon mal dabei sind, mache ich den. Oder der Gegner hat einen Kompass, das kann natürlich auch sein. Hallo Motte. Stirb, stirb, stirb. Ja, stirb, stirb, Motte, stirb, stirb. Du musst sterben, nein, nein, Hilfe. So, und nochmal. Nochmal, nochmal. Ich hab für ihn. Ich bin tot, aber ich hab für ihn. Ich hab für ihn, alles ist gut. So. Wunderbar. Ich hab noch eine Fee. So, okay. Ich brauche keinen. Und was bekomme ich? Kompass? Ja, der Kompass, sehr schön. Gut, dann ist in der großen Kiste doch was anderes drin. Und ein Kristall! So, dann haben wir den Kristall in Skullwood erledigt. Sehr schön. So, gut, dann müssen wir aber jetzt schauen, dass wir auf jeden Fall noch die große Kiste holen. Ich bin jetzt leider ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Weil ich doof bin, ne? Wahrscheinlich brauche ich die Stiefel dazu. So, da sind wir auf jeden Fall falsch. So, dann gehen wir mal raus. Ich möchte nämlich ehrlich gesagt keinen Bombjump machen müssen. Bombensprung, ne? So, da komme ich nicht durch. Weil das geht irgendwie von oben, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Hätte ich da einfach eine Bombe rüberschmeißen müssen? Ich bin überfragt. Vielleicht geht er mal nach oben. Achso, da kann ich mal nach oben. So. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht hier einfach irgendwas machen hätte müssen. Oder ist hier vielleicht... Moment. Hm. Ich weiß nicht mehr genau. Kann ich da... Hier bin ich genau über der großen Kiste. Toll, das hast du ja gut. Oh. Das hast du ja gut hinbekommen, Link. Das hast du ja wieder gut hinbekommen, Link. So. Ich muss da früher werfen. Ja, aber das ist zu früh. Ja. Nee, aber so ging das nicht. Bin ich jetzt doof? Achso, ich muss wahrscheinlich hier die Dinger umschalten, oder? Ja, okay, gut. Ja, ich bin doof. Okay, verstehe. Alles gut. Ha, Rätsel. Hilfe, manchmal, ne? So. Und einmal den Boden kaputt. Die Wand kaputt machen, meinte ich. So. Und was haben wir? Ein Schuss. Wow. Stimmt, da war ja was.
geht's da drüben nochmal hin? Den Raum war ich doch schon. Ja, offensichtlich. Ah ja. Okay. Gut, ja, dann das war jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, aber gut. So, wir haben... okay, wir haben den Dungeon abgeschlossen. Ich möchte jetzt nochmal... Hab ich denn jetzt Großvater schon... Ja, hab ich schon, ne? Aber wo hab ich jetzt... Wo hatte ich jetzt Höhlen mit... Wo ich Dinge noch brauchte? Ach, hey. Ja, das ist jetzt alles sehr schwierig. Moment, ich kann auf... Ich gehe mal Richtung Friedhof. Oh, der müsste doch hier in der Nähe irgendwo sein. So. Genau, weil da gibt schon noch eine Kiste, die ich weiß nicht, die glaube ich habe ich nämlich noch nicht geholt am Friedhof, in der Lichtwelt, die man nur mit den starken Krafthandschuhen bekommt. Gut, aber da muss ich ehrlich gesagt ja auch, oder muss ich da hier... Boah, ich hasse das, dass ich die Stiefel noch nicht habe. Ich brauche unbedingt die Stiefel. So. Ach, da muss ich... Okay, da muss ich auch mit den Stiefeln... Ach komm, ernsthaft? Nein! Ich brauche unbedingt die Stiefel. So, okay, na gut, dann, ja, was machen wir jetzt? Machen wir den Sumpfpalast nochmal fertig. Aber zuvor... hole ich mir ein paar Upgrades. Oder? Ja, doch. Ich hole mir... Wobei ich die eigentlich eh nicht brauche. Ja, weil ich ja wirklich fast nie mit Pfeil und Bogen schieße. Aber irgendwo muss ich das Geld doch auch ausgeben. Von dem her, das passt dann schon ganz gut. So, zack. Habe ich den Eispalast eigentlich schon fertig gemacht? Ich habe keine Ahnung. So. Einmal Upgrades, ja, ich würde auch lieber nach oben laufen, aber alles geht nicht. So, und eine Fee. Also, Moment, ich brauche ja sogar wieder eine neue fürs Net, für die Flasche. Eigentlich könnte ich gleich beide mitnehmen. Ja, nee. Und noch ein Upgrade für die Bomben. Was? Kann ich nicht mehr als 50 Bomben tragen? Oder muss ich immer beide nehmen? Nee. Kann ich echt nicht mehr als 50 Bomben tragen? Nicht mehr als 7... Okay. Nein! Hilfe! Ich werde das Spiel nie schaffen mit so wenig Bomben und Pfeilen. Ah, und wir können... Genau, wir können, müssen ins Dorf hier den... Den Brunnen besprenkeln mit magischem Puder. Da war ja was. Da 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 da. Hallo Wache, tschüss Wache. Hilfe! Nein! Gut. So. Habe ich hier eigentlich das Upgrade schon abgeholt? Ja, offensichtlich, weil ich kann mit ihnen nicht mehr sprechen. Die wollen nicht mit mir reden. Bin ich wirklich so unsympathisch? So. Und runter da. So. Magischer Puder da. Und flipp. Du bekommst von mir... ...50 Rubine! Toll. Ich möchte die Pegasus-Stiefel, nicht 50 Rubine. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch nochmal den Sumpf... ...fertig.
Wäre vielleicht gar keine doofe Idee. So. Gut. Rein in den Sumpf. In den Sumpf im Palast. So. Wir haben hier, okay, den großen Schlüssel haben wir schon, dafür sonst noch nichts. Ich kann ehrlich gesagt echt ein bisschen mehr mit Pfeil und Bogen arbeiten, weil wenn ich so viele Pfeile habe. Komm, das machen wir jetzt auch. Weil die Silberpfeile sind ja auch richtig gut, ne? Ach, die muss ich ja sowieso alle töten. Okay. Vor allem, ich bekomme auch überall neue Pfeile. Warum? So, sehr schön. Gut, dann nach rechts. Ich weiß echt nicht mehr genau, wo ich war. Wahrscheinlich bin ich hier schon ein paar Mal nach rechts gegangen. Okay, da oben. Ah, da oben ist ja normal. Stimmt, die Kiste, die wollen wir uns ja sparen, haben wir gesagt. Moment, ich gehe da nochmal kurz rüber. Ach, ich kann da nicht mehr rüber. Okay, gut. Auch gut. So. Dann müssen wir jetzt... Toll, eher schnell machen. Oh nein! Hallo, große Kiste. Danke, große Kiste, für diesen einen Schlüssel. Was für eine Freude. Ja, nix mit Pegasus Boots, leider. Ich hätte mich auch so gefreut, aber naja, man kann nicht alles haben. Gut. Also, schauen wir weiter. Ich muss unbedingt diese blauen Pinöpel umschalten. Ja, das sind Pinöpel. So. Dann einmal da weiter. Ich mache diese Tür auf keinen Fall auf mit dem Schlüssel. Ja, weil... Wozu? Dann mache ich eher das Ding auf mit dem Schlüssel. Wobei, das will ich ehrlich gesagt... Will ich das jetzt schon? Ist da vielleicht ein Schlüssel drin? Oder war aber die Kiste? Okay, gut. Ja, komm, machen wir da. Ist gut. War wahrscheinlich auch umsonst so, aber nein. So. Da, 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 da. Große Räume mit nichts. Da ist ja echt nichts. Was ist denn da los? Ah ja. Endlich wieder ein bisschen Action. So. Ah, der Schalter. Dann schalten wir mal um. Ein weiterer Schlüssel. Sehr schön. So, und jetzt können wir auf jeden Fall ganz viele tolle neue Gebiete erkunden. Unter anderem hier Stachelfelsen. Ja, ich habe das Gebiet Stachelfelsen. So, wollen wir das? Wollen wir hier den... Nein! Wollen wir hier den Schlüssel verwenden? Ja, dann habe ich immer noch einen auf Reserve. Komm, das passt schon so. Wie gesagt, hier müsste mir ja sowieso theoretisch einer übrig bleiben. Ich gehe da einfach mal durch. Ja, toll. Wo bin ich hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier wieder wild im Kreis herum. Ach, komm. Okay. Okay, die Tür geht nicht auf. Wo bin ich hier? Da komme ich wieder in den Hauptraum raus. Ich gehe mal kurz eher in die Richtung. Ah. Eine große Schlüsseltür. Ja, dann gehen wir doch mal rein, weil wir haben ja einen großen Schlüssel schon. Oh. Was? Muss man jetzt da? Was will ich denn da? Oh nein, ich bin klein. Oh nein, ich bin klein. So, okay. Ja, ich weiß, da kommt jetzt eigentlich der Boss, aber ist egal. Oder kommt da der Boss? Ich glaube schon. Machen wir eben den Boss schnell. Alles nicht so tragisch.
So, da brauchen wir einen Schlüssel. Den wir hoffentlich hier irgendwo bekommen. Was? Okay. Achso, ach, da runter, okay. Na, was? Ach komm, wie genau muss denn der Scheißblock platziert werden hier? Das gibt's doch nicht. So. Okay, einmal da. Schwer. So, gut. Kann ich da irgendwas schieben? Nö. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. So, da auch nicht, da geht's auch nicht, gut. Boah, überall Dunkelheit, das macht mich fertig, diese Dunkelheit. Auch wenn wir jetzt schon eine Lampe haben, diese Dunkelheit macht mich fertig. Könnte natürlich voll cheaten mit einem Emulator und einfach den Overground Layer ausschalten. So, was haben wir da? Ach, da ist wieder so ein Schalter. Will ich den schon umschalten? Ich glaube ja nicht. Ah, Moment. Da kann man bomben. Falscher Knopf, super. Ich weiß, ich laufe jetzt schon in Dingen rum, wo ich eigentlich noch nicht rumlaufen müsste, weil mir oben noch Sachen fehlen, aber ist egal. Geld brauche ich ja so dringend. So. So, ich glaube aber, ich muss den Schalter umschalten, oder? Ja, leider. Okay. Okay. Ich weiß, ich habe im oberen Stock noch Sachen zu erledigen, aber hey, alles nicht so tragisch. So, einmal da rein. Weil ich muss den Schalter dann wieder umschalten. Aber da haben wir ja da so einen Schalter, ne? So, gut. Und weiter geht's. Ah, endlich wieder hell. Nein. Oh nein, was ist denn das? Ein gelber Blob. Noch ein gelber Blob. Ach komm, könntest du vielleicht einfach... Genau. So, was haben wir da? Noch ein Schalter. Will ich den jetzt umschalten? Ich glaube nicht. Das ist eine Falle. Das ist definitiv eine Falle. Ich schalte den nicht um. Nee, nee. Das ist keine Falle. Ich muss ihn umschalten. Nein. Aber ich will doch nicht. Gut, es ist, glaube ich, eh egal, weil sobald ich den Dungeon verlasse, setzt sich der Schalter eh wieder zurück. Also ich muss den sowieso nochmal neu setzen, damit ich da draußen in die eine Kiste komme. So, jetzt ist nur die Frage... Oh, hallo. Moment, da könnten wir eigentlich wieder... Ja, schön mit Pfeilen arbeiten. Oh nein, dieses Ding. Oh, es hat mich abgeschossen. Ja gut, ich bin ja auch bewusst einfach nicht ausgewichen. Weil wozu, ja? Ich habe eine Fee. So, und tot. Ach, die Silberpfeile sind schon so herrlich. Ein Schlüssel! Ein Kristall! So, jetzt haben wir den Kristall in... den auch geschafft, aber das sollte ja auch ein roter sein eigentlich. Dachte ich mir. Oder? Achso. Ja, es war auch ein roter. Gut, aber wir müssen nochmal rein, weil es gibt noch ein paar Kistchen hier zu finden. Mein Karte, Kompass und so Zeug wahrscheinlich noch.
hier wieder schön den da machen. Ja, nicht getroffen. Verdammt. Toll. Ich möchte doch nur treffen. So, okay. Dann schauen wir hier wieder ein bisschen rum. Autsch. So, wenn ich jetzt darüber laufe. Also da waren wir ja schon. Ach, da bin ich nach links gar nicht weitergekommen. Echt? Boah, Alter! Also da bin ich dann da. Moment, da oben muss der dann... Also nee, ist ja nicht. Ja gut, ich check schon. Ja, ja, ist schon gut. Da oben komme ich nicht durch. Kann mich erinnern. So. Gut, aber da möchte ich dann... Nee, da muss ich nicht nochmal hoch. Obwohl ich kann... Doch, doch, wir machen das jetzt anders. Ich gehe mal da rein. Dann sind wir da. So, weil da können wir ja darüber immer auch noch. Moment, wo sind wir jetzt? Ich habe noch zwei Schlüssel. So, okay. Warum ist diese Tür da? Ah ja. Gut, aber da waren wir eh schon. Da ist doch nur da oben der... Genau. Der Weg da nach unten. So, wo war ich dann noch nicht? Das ist ein Gefängnisraum. So. Ja, ja, Alter. Ist okay. Ist okay, Leute. So. Ah ja, da ist wahrscheinlich noch ein Schlüssel drin. Ach, weißt du was? Ich habe so viele Schlüssel. Also ich komme da eh nicht. Kommt da eh nicht ran. Gut, dann. Das ist ja kein Thema. So, aber... Bin ich jetzt doof? Wo ist denn jetzt der Schalter? Moment, war ich da unten? Doch, da war ich. Achso, ja, da kann ich sowieso viel machen. Ich vergesse von einem aufs andere Mal das Layout des Dungeons. Ja, ist ja nicht so. Ist ja nicht so, als wäre ich gut. Oh, ja, ich... Oh Gott. Was soll das? Ach, Cloud, ja, du warst schon mal geschickter im Umgang mit Videospielen. Lang, lang ist's her. Gut, da müssen wir wohl oder übel doch nochmal hier irgendwo hoch. Nee, da hilft's ja gar nicht, weil da... Obwohl... Ach, da muss ich doch, da komme ich von oben. Ja, ich laufe hier verwirrt rum, das ist mir klar. So. Die Frage ist ja sowieso, wie viel Kisten gibt es ja überhaupt noch? Ich glaube... Habe ich hier noch nicht mal die Karte? Nee, ich habe noch nicht mal die Karte. Okay. Das ist ja merkwürdig. So. Dann hier muss
muss ich leider ein paar Herzen opfern. Oh nein! Toll. So. Das finde ich eigentlich voll fies. Aber ich glaube, man könnte da auch anders durch. Auch ohne, dass man sich verletzt, aber das kann ich natürlich nicht. So. Und diesmal gehen wir aber wirklich da raus. So, ach, da ist ja auch noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Okay. So, was haben wir da? Schlüssel? Was haben wir da? Schlüssel. Okay. Da will ich nicht hin. Haben wir doch glatt eine komplette Tür vergessen. Ja komm, gehen wir da mal kurz rein. Also wie viel? Na toll, da ist ein Schalter. Super. Und ich laufe da immer komplett verwirrt herum. Muss ich die töten? Ich töte sie mal. Ja, okay, super. So, was haben wir denn da? Dungeon ist ja voll groß. Aber diese Salzschnecken sind halt echt wild. Ja, ich nenne die Salzschnecken. Ich habe keine Ahnung, ob es Salzschnecken überhaupt gibt, aber in meiner Welt schon. Oh, ich will da rüber. Ich kann da nicht rüber. Ja, toll. So, einen Schlüssel. Moment. Na toll, genau das brauche ich jetzt. Aber ich möchte sowieso zuerst eher da nach unten. Was bekommen wir denn da? Oh Gott. Nach oben? Ernsthaft? Ich wusste gar nicht, dass der Dungeon Obergeschoss hat. Okay, na gut, dann laufen wir einfach komplett verwirrt hier rum. Ach, die Geschichte ist das. Ach, hey. Ja. Oh. So. Dann schieben wir mal schnell auf hier. Ja, einmal, zweimal. Und wahrscheinlich da unten dasselbe Spiel nochmal, natürlich. Dreimal. Und viermal. Wow. Zu wenig. Okay. Jetzt passt's. Rumpel, 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 rumpel. Verschiebt sich wieder irgendeine Wand. Ja. Ja, wir stehen in einer äußerst interessanten Pose da und warten, bis sich die Wand fertig verschiebt. Da kommt die. Alter, wie sind das? Vor allem, ich muss jetzt. Ja, Zauberer. Na toll, genau. Weißt du was? Ich nehme das jetzt, weil ich muss aufpassen. Nicht, dass ich sterbe. Weil sonst bin ich komplett verwirrt, wo ich in diesem Dungeon jetzt schon war und wo nicht. Ja, wenn du vier Fackeln entzündest, dann wird sich dein Weg öffnen. Danke, das habe ich schon gemacht. Liebe Tafel. Nett, dass du mir das nochmal sagst. So, einmal nach unten. Oh nein! Eine Kiste. Und? Der Kompass. Ich freue mich sehr. Nicht. So. Haben wir jetzt eigentlich schon die Karte? Nö, immer noch nicht. Aber viel gibt's ja nicht mehr in dem Dungeon. So. Gehen wir nochmal. Autsch. Gehen wir nochmal da nach unten. Okay, da kamen wir nicht raus. Gehen wir nochmal hier nach unten.
Weil da ging es ja natürlich auch weiter. Da nach oben, glaube ich. War das hier so? Sehr schön. Eine weitere Kiste. Und da ist jetzt wahrscheinlich die Karte drin, oder? Die Karte! So, wo waren wir denn überall noch nicht? Oh, wir waren in der Tat in einem Raum noch nicht. Das ist interessant. Ach, das ist ja echt interessant. Ach, stimmt, da wollte ich den Schlüssel nicht opfern. Aber ich habe jetzt noch zwei Schlüssel, das bedeutet, ist kein Problem, ich kann das Zeug opfern. Wir können sowohl da drüben rein, als auch da unten dann. Okay, das passt gut so. So, in der Kiste könnte dann ausnahmsweise nochmal was Tolles drinnen sein. Oh, das Luftmedaillon. Das ist ja schön. So, und wir müssen, genau, wir müssen darüber. Langsam schaffe ich es, mich richtig zu orientieren hier. So, dann darunter. So, und einmal den da töten. Aber wir haben immer noch keine Pegasus-Stiefel und das ist wirklich... Oh yeah, das ist echt bitter. Frag mich echt, wo ich die bekomme. So. Gut, dann einmal da rein. Ah, das ist ja nur ein Rubinraum. Okay. So, also raumtechnisch haben wir jetzt alles, oder? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, raus da. Ja, genau. Mit dem richtigen Knopf nach Möglichkeit auch. So, okay, gut. Okay. Das bedeutet, wir sind jetzt in Wirklichkeit. Stimmt, den Schattenpalast könnte ich auch noch fertig machen irgendwann. So, und das Ding da drüben haben wir eh auch geholt, ja. So, Nummer 5 hätte ich gesagt. Dann gehen wir einfach zum Schattenpalast. Schauen wir mal, was wir da noch weitermachen können. Ich glaube, da war der Blocker auch ein dunkler Raum, oder? Wenn ich mich nicht komplett irre. Oder waren es da... Aber ich hoffe, dass das da nicht die Pegasus-Stiefeln waren. Wo waren nochmal die Pegasus-Stiefeln der Blocker? Boah, verdammt, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe keine Feen mehr. Ich glaube, ich muss mir vorher noch kurz Feen holen. Oder schaffe ich das so? Mal schauen wir mal. Muss ich vielleicht ein bisschen genauer arbeiten. Autsch. Ja, genau. So schaffe ich es auf jeden Fall. So. Es bleibt spannend. Frage mich, ob ich irgendwann wirklich mal die Pegasus-Stiefel bekomme. Wenn irgendwo muss ich sie bekommen. Aber Frage ist nur, wo. So. Und ich hoffe, dass da drüben wirklich der Blocker nur die Lampe war, nicht irgendwas anderes. So, wo waren wir denn hier schon? Ja, doch, in einigen Räumen. Ich hab die Karte, okay. Nach unten bringt nichts in dem Fall. Ja, ich versuch's gerade. Ja, ich glaube, da muss ich. Okay, ich werde mal. Ja, ich versuche mal da nach hinten. Ich habe einen Schlüssel, habe ich sogar noch. Nehmen wir den für da. Nee. Das ist ja Verschwendung. Oder? Warum ist eigentlich.
check ich nicht ganz. Achso, weil ich da mit diesen lustigen Teleportern arbeiten kann. Wo sind wir hier jetzt? Okay, jetzt sind wir da. Da kommen wir wieder zurück, oder? Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Versuch mich ein bisschen zu orientieren. Ach, und meine Magie ist natürlich auch fast leer. Kommen wir nehmen Pfeile. Ja, genau. So. Ja, aber die muss ich sowieso mit Pfeilen töten. Nein! Verdammt! So. Oh, oh, großer Magiekrug. Das ist ja praktisch. Genau jetzt, wo meine Magie quasi fast zur Neige gegangen ist. So, okay. Dann geht's weiter nach oben. Toll. Genau das wollte ich treffen, ja. Macht echt Sinn. Aber wie gut, dass ich... Wie gut und zielsicher, dass ich doch diese Dinge treffe, die ich nicht treffen möchte. So. Ach, ich bin da noch nie nach oben. Das ist ja interessant. Oder war das? Sind wir jetzt hier? Ach doch, ich bin da schon mal nach oben. Das hätte mich jetzt echt gewundert. So. Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, bei der großen Kiste brauchten wir die Lampe auf jeden Fall. Okay, na gut, dann... Aber ich habe den großen Schlüssel, habe ich ja noch gar nicht. So. Den großen Schlüssel haben wir ja noch gar nicht. Das wird spannend. So, okay. So, den Schalter lassen wir so. Da waren wir schon mal, okay. Und da, glaube ich, war es dunkel, oder? Ja. Das ging natürlich so nicht. Alles klar. So. So, okay. Schlüssel haben wir noch einen. Gut, dass wir uns den aufgespart haben. Ist der vielleicht sonst noch? Nee. Gut. Nein. So. Hilfe, so viele böse Schildkröten, die mich töten wollen. Aber ich könnte es mir natürlich ein bisschen einfacher machen, wenn ich einfach da anzünde und das Ding auch anzünde. So. Was haben die Schildkröten eigentlich getan, dass sie es verdient haben, hier so von mir massakriert zu werden? Weiß man nicht so genau. Oh, okay. Moment. So. Ah ja. Na toll. Da will ich nur noch nicht hin, weil das bringt mir noch nichts, weil da ist der M. Ja gut, ich könnte... Ah, ah, vielleicht geht was ab. Der große Schlüssel eventuell, ne, du Trottel. Ja, danke. Na toll, sage ich da. Na toll. Also ich glaube, darunter bringt nichts, oder? Doch, da müsste auch so ein Teleporter-Teil unten sein, oder? Nö, da ist nur die Geschichte. Okay, alles gut. Okay, da kann ich nicht durch. So, dann wohl rüber da drüben. Nein, nicht wieder zumachen. Okay.
Gut, also wir wüssten schon, wie wir zum Boss kommen. Und, ja, aber es fehlt noch... Es fehlt doch noch einiges an Zeug. Wie zum Beispiel der große Schlüssel und der Kompass und überhaupt. So. Da, ja, das kann noch ein bisschen dauern. Schauen wir mal. Autsch, okay. Machen wir uns mal ein bisschen einfacher. Ja. So. Und den natürlich auch noch. Gut. Und rauf. So. Wo waren wir denn hier jetzt noch nicht? Wir waren ja eigentlich eh schon fast überall. Wir waren echt schon fast überall. Verstehe ich nicht. Ah, oh, das ist ja praktisch. Flasche noch füllen. So, gut, dann gehen wir einfach mal da raus. Ist ja auch okay. Also nee, da brauchen wir nicht rausgehen. So, ich hoffe nur... Ich habe echt immer Angst, dass ich mir dauernd Sachen verbaue. Aber ich verbaue mir da sicher keine Sachen, weil das Ding ist intelligent gelöst. So. Mal den da. Sterb doch einfach. Sterb doch. Einfach. Alle. Genau. So. Einmal hier mit einer Bombe arbeiten, habe ich das Gefühl. Nein, so nicht. Das ist der falsche Knopf. Na toll. Was? Wie? Warum? Da. Jetzt. Ich will mich das Spiel einfach wieder verarschen, weißt du? So, okay. Jetzt können wir den Raum da auch machen. Und da sind ja, glaube ich, auch einige Kisten da, wenn ich mich nicht irre. Und ich müsste eigentlich... Oder war das nicht? Okay, es sind doch keine Kisten. Ah, doch, eine. So, und? Ja, Kompass. Ich freue mich sehr über den Kompass. Oh yeah. Okay, hier ist wirklich noch eine Kiste. Cool. Ein blauer Rubin. Das Problem ist aber, ist da schön, wenn ich da drüben jetzt aufspringe und rausgehe, aber ich habe ja, ich habe keine Ahnung, warum, dass ich immer das Falsche, ich brauche da gar nicht rausgehen, weil ich habe den großen Schlüssel noch nicht. Somit kann ich auch die große Truhe nicht öffnen. Das ist halt jetzt echt ein bisschen kontraproduktiv, ne? So. Naja. Schauen wir mal, vielleicht finden wir den großen Schlüssel ja gleich da irgendwo. Oh. Oh oh. Habe ich mir da jetzt etwa Dinge verbaut? Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ah, das ist ja praktisch. Ich habe keine Ahnung, wofür ich noch Rubine brauche. Ah, das sind ja... Okay, ja, gut, dann. Keine Schlüssel! Toll. Wenn da noch zwei Kisten sind, dann ist ja alles gut, ne? Und da ist der große Schlüssel, oder? Noch ein kleiner Schlüssel. Warum so viele kleine Schlüssel? Ich möchte auch eher den großen Schlüssel haben. Spiel, was ist los da? Dann ist der große Schlüssel wahrscheinlich da unten drin, oder? So, komm, sag, großer. Ja. Okay.
Gut, dann holen wir uns die große Truhe. Ich hoffe nur, dass das diesmal irgendwas Besseres ist. Und dann ab zum Endboss. Ich absolut nicht mehr weiß, wo der jetzt genau ist. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen kontraproduktiv. Ich habe mir das natürlich nicht gemerkt, ja. Ich bin da einfach das Ganze durchgelaufen, ohne dass ich es mir gemerkt hätte, ja. So. Nö, da noch nicht. Darüber? Sind wir hier jetzt richtig? Ja, komm, hier müssen wir eigentlich richtig sein. Ja, wunderbar. Und die große Kiste beinhaltet... Ein roter Rubin! Ich freue mich so sehr. Ja. Natürlich verdrückt. So, und weißt du was? Ich gönne mir die Abkürzung, wobei wir brauchen die ja gar nicht. Wie war jetzt nochmal der Weg? Moment, nee, ich brauche die gar nicht. Ich gehe da... Einmal da unten durch. So ungefähr weiß ich es noch, glaube ich. So. Und hoch. So. Passt. Sind wir jetzt am richtigen Weg? Ich glaube schon. Ich bin mir fast sicher. Aber nur fast. War es dann da nach unten? Ja. Glaube ich zumindest. Ja, müsste sein. So. Gut. Und da ist jetzt der Raum, genau, ja. Oh nein, ouch. Mit diesem lustigen grünen Ding. So, okay. Gut. Eine Bombe und dann schauen wir mal. Wir müssten... Ja, wir sind definitiv am richtigen Weg. So, Feen haben wir auch wieder... Ach Gott, ernsthaft. Komm, wir machen es uns erstmal ein bisschen einfacher. Das sind richtig viele hier. Sind da manche schneller und langsamer. So. Gut, und den auch noch. So, komm. Sehr schön. Ich habe schon wieder so viele Rubine und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wohin damit. Das ist echt ein bisschen doof. So, dann einmal rein in den Wirbel. Auf. Oh, hi. Toll. Und Boss-Time. Hi. Hallo, Maskenmann. So. Einmal kurz Kaputtbomben schlagen. Nehmen. Die. Das dauert echt eine lange Weile. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Autsch, autsch, autsch. Ja, schön, wenn ich von dir die Stiefel bekommen würde. Das weiß ich schon langsam echt nicht mehr weiter. Moment, da nehmen wir wieder die Silberpfeile. Ich kann den mit Pfeilen nicht treffen, oder? Doch, kann ich. Boah, einen Schuss und tot. Das finde ich gut. Und. Wir bekommen. Wow, wir bekommen Bomben. Ich bin so glücklich drüber. Und ja, eigentlich gar nicht. Aber gut, so. Okay, es wird schön langsam, aber uns fehlen halt immer noch die Stiefel. Die sind halt wirklich die wichtigsten eigentlich von allen. Aber naja.
So, gut. Aber liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder ist. Let's play The Legend of Zelda Link's Awakening. A Link to the Past. Randomizer. Tschüss, Leute.